Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Imperator Rom. Ja, wir sind hier immer noch in dieser blöden Zwickmühle. Ich drehe nochmal die Geschwindigkeit hoch. Ich hoffe, dass irgendwas passiert jetzt gleich. Oder dass die zumindest ihre Bündnisse verlieren. Sie müssen... Was haben wir jetzt hier schon wieder? Nach dem Tod. Ach! Jetzt ist unser Herrscher auch noch gestorben. Ja, wenigstens hat so viel Redekunst. Genügend zivile Macht haben wir im Moment noch. Ja, natürlich kann er sein Heer ausheben. wie bald darum gebeten, dass was passiert, ist auch etwas passiert. Dadurch verliert man natürlich immer eine Stabilität. Da könnte man eigentlich unter Religion die auch mal eben nach oben setzen. Genügend Religionsmacht haben wir. Oh, Stabilität wieder ein bisschen erhöht. Und jetzt haben wir hier doch... Ne, wir haben nicht eine einzelne Armee. Ach, sie als Herrscherin hat jetzt die, ihre Armee immer noch. Das heißt, hier könnten wir keinen anderen einsetzen. Ja, ich hätte eigentlich ganz gerne mal eine normale Armee gehabt, dass wir mal ein bisschen Straßen ausbauen können. Ja, Gesundheit 28%. Ich glaube, ich besteche nicht. Ich hoffe, dass er vorher abnippelt. Und ja, wir lassen uns ja trotzdem weiter ein bisschen schnell laufen. Ja. Ich weiß nicht, können wir irgendwas kolonisieren eigentlich? Im Moment nicht. Ja, wir müssen irgendwie vorwärts kommen. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir das im Moment machen können. Also wir haben hier echt eine verzwickte Lage. Einen sehr starken Gegner nur, wo wir die Grenzen haben. Ich meine, er hier ist mit ihm da unten noch verbunden. Und hat mit denen einen Waffenstillstand. So, die haben einen Untertan, die würden auch mitmachen. Angeln würde uns helfen. Die würden uns nicht helfen. Warum nicht? Weil sie, glaube ich, eine relativ gute Meinung zueinander haben. So, was sagen eigentlich hier die Charakter? Ich mache die Zeit noch ein bisschen schneller hier. Fortschritt in der Redekunst. Sehr gut. Was haben wir denn jetzt hier? Aggressive Expansion. Verlieren wir schnell unser... Ah, Tyrannei. Und was gibt's noch? Achso, nochmal 5% weniger Auswirkungen, wenn wir irgendwas erobern. Ja gut. Alle Sachen, die können wir gebrauchen. Aber wie können wir jetzt expandieren? Das ist absolute Frage. Meine paar Reiche sind schon ziemlich groß geworden mittlerweile. Rom hat sie nach hier unten expandiert. Wie gesagt, wenn ich das richtig sehe, ist Rom nicht mehr in Rom, genau. Das haben sie verloren, ihre Hauptstadt. Sind aber noch relativ groß da. Was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Er klaut einfach Gold. Schweinepriester. Religionsmacht. Beliebtheit. Hat nur 40 unser Herrscher. 65. Oh, so lange lebt es auch nicht mehr. Verliert 10. Ja, so. Verliert auch. Wären Freunde. Passiert nichts, außer dass wir... Ja, wir lassen einfach auspeitschen. Egal. Wer klaut, der hat nichts anderes verdient. Oder wie sieht ihr das? Was sagt eigentlich die Regierung? Haben wir irgendwelche besseren zur Auswahl?
Ah, ja, wenigstens hat er einen Punkt mehr. Können wir auch verbessern. Ein Ruf zu den Waffen. Es passiert doch irgendetwas. Diplomatie im Krieg. Einmal ein bisschen langsamer. Die Diplomatie. Oh, da machen wir natürlich mit. Die Truppen hier rüber. Ich hoffe, dass wir hier Land zugesprochen bekommen. Von unseren Verbündeten, dem wir jetzt gerade helfen. Wenn wir hier die Hauptstädte erobern, das heißt, dann könnte uns das zugesprochen werden. Dann machen wir hier die Geschwindigkeit hoch. Wieso haben wir eigentlich nur so wenig Gold? Da weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ist glaube ich aber auch relativ egal. Da ist schon mal von uns besetzt worden hier. Gut. Oh, wir haben wieder Technologien freigeschaltet. Schauen wir natürlich drunter. Ziviltechnologie, Forschungsgeschwindigkeit natürlich. Forschungspunkte natürlich nehmen wir auch. Und Import. Achso. Und eine zusätzliche Handelsroute. Nehmen wir natürlich auch. Ja, unsere zivile Macht haben wir bald aufgebraucht. Nutztiere sind auch gut. Dankeschön. Wir haben ein Geschenk bekommen. So, darunter sind wir gesperrt. Ja, hier unten der Krieg ist relativ stark. Aber ich denke, die werden hier hoffnungslos verlieren. Wenn ich sehe, wie viel Truppen er hier hat. Ich sage ja, das ist unser größter Konkurrent eigentlich. Wie gesagt, ich hoffe, dass uns das Gebiet hier zugesprochen wird von einem NPC. Nicht auch noch ihm wieder. Weil dann sind wir ja völlig eingemauert, sage ich mal, von ihm. Oh, und das wäre schon ziemlich Käse. Jawohl, Militärfortschritt. Könnt ihr da mal zugehen? Dankeschön. Schwere Infanterie. Haben wir überhaupt nicht Belagerungsfähigkeiten? Das ist ja gut. Wir versuchen ja gerade, versorgen wir mit dem Bauch, eine Burg zu erobern. Ah, wir haben es über. Wir nehmen es auch hier. Militärzugang. Ja, könnt ihr haben. Ihr sowieso. Kommt ihr auch. Egal. Hauptsache mir wird dieses Gebiet hier zugesprochen. Sonst wäre ich doch schon ein bisschen sauer auf meinen Verbündeten. Dann sind mich hier die Drecksarbeit machen lassen und mir nicht zukommen lassen. Den Morgen kriegt der Schein jetzt auch. Ja, bekommen sie auch. Bekommen jetzt auch Haue. Ich weiß gar nicht, sind die noch mehr in dem Krieg? Jawohl. Sag ich ja, wenn man hier in dem Spiel irgendwie einen Krieg anfängt zu verlieren, dann Stabilität nehmen wir immer. Kriegt man es auch gleich volles Rohr hier von allen anderen. Oh, da haben wir wieder Frieden. Okay. Und uns wurde hier Territorium zugesprochen. Zwar nicht so viel, wie ich eigentlich haben wollte. Ich wollte es eigentlich ganz haben. Aber gut. Langsam kommt man auch zum Ziel oder so. Entschuldigung, wir wollten doch eigentlich auch mal hier Sachsen vereinen. Davon angeln für. Ja. Von Angeln ein Gebiet und die beiden Gebiete. Alles nicht ganz so optimal. Die haben sich auch noch hier unten noch vergrößert und die sind immer noch im Krieg. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, wo sind die überhaupt? Meine, die können jetzt verlieren. So schwach ist er immer noch nicht.
Auch wenn er jetzt schon ordentlich einstecken musste. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der Gegner überhaupt sitzt, der ihn jetzt gerade versucht zu erobern. Naja. Was passiert hier hinten noch auf der Welt? Meine Fresse, sind das Riesenreiche hier hinten. Ich meine, wenn wir es schaffen, mal irgendwann eine Grenze zu denen haben, dann werden wir auch riesig sein. Aber das sind natürlich ganz andere Ausgangspositionen, als wenn man hier mit so einem Barbarendörfchen anfängt, sage ich mal. Gut. Negative. Achso, sie ist total unreligiös, deswegen kriegen wir auch kaum Punkte hier. Ich sage ja, ein vernünftiger Herrscher ist sowas von viel wert in dem Spiel. Er hier wäre noch schlechter. Er auch. So schlecht hat es uns jetzt gar nicht getroffen. Die beiden sind auch schon uralt. Ich denke und hoffe, dass. Ja, er stirbt sofort, das ist gut. Mehr oder weniger. Ja, da ist er auch gestorben. So, dieses Heer hier. Wir wollten nochmal Straßen ausbauen. Ach, zivile Fortschritte größer wie 6. Deswegen können wir keine Straßen bauen. Okay, wir lösen diese Einheit einfach auf. Weil wir sonst, haben wir überhaupt eine negative Bilanz. Das ist, jetzt gerade nicht gut. Gehen wir mal eben unsere Wirtschaft hier. Festungsunterhalt schon mal runterschrauben. Das liegt, glaube ich, jetzt daran, dass wir. Genau. Man muss erst einen Monat drüber gehen, dann wird sie wieder positiv, die Bilanz. Ja, plus 3,7 kann man mit leben, denke ich. Ja, und er schafft es, ihn nicht zu erobern. Verachtete Familien haben wir jetzt. Ja. Wenn sie nichts können, kann ich denen auch nicht helfen. Ja, Militär 8. Den könnte man natürlich irgendwo reinsetzen, nur um diese. Ne, sogar um einige Leute zu verbessern. Packen wir ihn als Kriegshäuptling rein. Dann haben wir jetzt. Jetzt hauen die Säcke einfach ab und gehen zu dem Nachbarn rüber. Wir müssen die Berühmtheit einfach in Kauf nehmen, dass die verloren geht. Weil im Moment mit denen keinen Krieg gebrauchen können. Die sind viel zu stark. Er war der Sohn des Clanältesten. So jung verstorben. Das ist ja etwas. Brauchen wir noch einen Hohepriester? Nehmen wir sie. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange leben, aber. Was soll's? Machen wir das einfach. Wie jetzt schon gehen. Der verdient so wenig, dass er nicht auf die 2% kommt. Ich kann es nicht ändern. Dann lass es mal machen einfach. Verlieren zwar immer ein bisschen Loyalität dadurch, aber. Gut, Militärzugang können die meinetwegen auch haben. Streit um sowieso. Loyalität ist von dem einen relativ gering. 72. Ach, egal. Einmal bestechen können wir ja zur Not. Auch wenn ich lieber die Redekunst nicht dafür ausgeben würde. So, drehen wir mal die Geschwindigkeit wieder hoch. Wir haben zwar hier nur wieder so ein Kleckskenland bisher erobert. Kolonisieren können wir leider auch nichts.
Ich weiß nicht. Da ist schon wieder irgendjemand verstorben. Im Moment sterben sie ja wie die Fliegen. Ach, Rede Kunst. Da müssen wir mal in der Regierung reinschauen. Ja, wen von beiden nehmen wir jetzt als Forscher? Nehmen wir ihn hier. Und packen hier mal. Wen können wir hier reinpacken? Wer ist noch nicht ganz so alt? Sie 40. Ja, dann packen wir sie rein. Also Forscher nehmen wir natürlich ihn. So schnell wie möglich hier vorne geht. Er ist natürlich sehr gut hier mit seiner 14 Religionsdingens. 150% Forschungsgeschwindigkeit. Ja, Bürgerkrieg wieder ausbrechen. Also jetzt müssen wir doch bestechen hier. Jetzt geht das schon wieder los. Die zanken sich hier immer noch um Kleinigkeiten. Fehlender Kommandeur. Achso, hier haben wir jetzt immer noch ein Heer wieder rumstehen. Wir lösen es auch auf. Immer weg damit. Wir brauchen Gold. Wir müssen unsere ganze Region mal ausbauen auch noch. Es hapert halt eben am Geld. Wir geben dir mal hier eine lokale Autonomie, dass wir mal hier zufrieden sind. Kommen wir zwar weniger Geld durch, nicht mehr. Oh, sogar 0,5 Gold. Das ist schon einiges in dem Spiel. Aber bevor wir hinterher wieder hier nur Theater haben oder Bürgerkrieg oder irgendwas, lasst es dem mal gegönnt sein. Ja, wir kommen voran. Zwar nur sehr, sehr langsam, aber wir haben noch ein bisschen Fortschritt. Ich weiß nicht, ob wir hier in der nächsten Folge weitermachen oder ob ich mal einen Teil hier rausschneide, bis mal was passiert, richtig wieder. Ich hoffe, die Folge hat dennoch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.